Nicht nur in den Kleingärten, auch am Stadtrand können wir Wildtiere beobachten. Dort, wo Gehwege noch nicht gepflastert sind, finden Spatzen Nahrung. Auch auf Sportplätzen bekommen wir außerhalb der Trainingszeiten Wildtiere zu Gesicht. Und zwar nicht nur Krähen. Feldhasen zum Beispiel lassen sich dort am besten in der Morgen- oder Abenddämmerung beobachten. Anders als Wildkaninchen haben sie lange Ohren mit schwarzen Streifen und sehr lange Hinterbeine. Besonders am Rande von Sportplätzen, wo der Rasen nicht kurz gemäht wird, finden sie Gräser und Kräuter.